Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Ich würde mich ins Lied aber eigentlich noch ein bisschen umgucken. Ich hoffe, wir haben nichts zu gehen. Dann gehen wir doch noch rechts gucken, damit wir hier irgendwie ein geiles Artefakt oder so, ne, verpassen, um eine super geile Fähigkeit zu gewinnen. Und das soll verpassen, weil ich so schnell mache. Ich muss lieber doch noch ein bisschen umgucken. Ja, Sina, da ist nämlich auch so eine Möglichkeit. Sehr gut, Junge. Oh. Ding, ding, ding. Atreus, komm her. Gut, ich komme. Wie ist das? Das ist noch Tritti. Wie soll man das treffen? Das kriege ich jetzt noch nicht klar. Was ist das? Wirklich? Erledigt.
Und da haben wir's wieder. Das erste Mal, seit wir die Rund gestartet haben, du. Nochmal. Okay, und los geht's. Konzentrier dich. Ich stehe mit Schutzschild. Das war zum ersten Mal. Also ich war ein bisschen gerade überrascht über das Wiederbeleben. Nochmal. Ja, das können wir ja schon. Irgendwelche Idee? Ich weiß natürlich, guck mal. Irgendwelche Idee. Also der super heavy. Wow, ich bin in meinem Move. Ach komm. Die Sterbeserie beginnt. Nochmal. Ich geh mal die andere Seite. Ist das was Wertvolles, was meine Kampfhähne brauchen? Nein, es ist nur ein Apfel. Okay. Wir müssen also
dennoch kämpfen. Gegen einen Gegner, den wir nicht schaffen. Menü. Ja. Ja, ja. Nö. 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 Ja, den haben wir schon. Nicht genügend EP. Ausrüsten. So. Jetzt haben wir einen neuen Move dabei. Der neue Move hat sich gelohnt. Weniger. Nein, nein. Oh, der Kerl kann uns retten. Geht es dir gut? Nö. Och, warum ist denn die Wut weg? Ich führte Move aus und trotzdem rotzt er mich um. Macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß.
Ich schmeiß gleich Kontrolle durchs Zimmer. Nochmal. Guck doch! Einer weg. Geh kaputt! Nein! Bin unterwegs! Meine Fresse, ne! Jetzt reicht's! Das war's wert. Meine Fresse, ne. Ui. Mann. Tempel freigelegt oder was? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Gut.
Schauen, wenn ich das so drehe, dann loslasse und dann schneller die und werfen. Hat auch funktioniert. Leckte Pistole. Der Zusatztalisman, da gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Naja, wir sind das jetzt. Lol. Das hier wollte ich jetzt aber nicht ändern. Wie komme ich denn jetzt wieder an diese Fähigkeit? Das da. Nein. Ja, das fand ich irgendwie cooler. Sehr nützlich. Na, Schatten X. Haha. Wir können uns jetzt selber heilen. Das ist sehr nützlich. Also ich brauche das auf jeden Fall. Hoppla. Geht ganz schön die Substanz hier gerade. So. Bötchen fahren. Gut, dann gehen wir jetzt zu dieser Sandschüssel, wie das so schön nennt. Sindri sagte, Mutter war eine Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben, sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Vater! Die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge! Es waren wieder die Stimmen. Aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Es ist gerade dunkler, wo? Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge. Was passiert? Naja, das Wasser wird geteilt. Sieh mal, was wir gefunden haben. Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge.
Das kann nicht gut sein. Wenn ich einfach in die Ecke trägt, du kannst nichts gegen die Mama. Boah, der ist durchs Schild gegangen. Ich ausgewischt bitte. Einer weniger. Also die Kämpfe bleiben unverändert schwer. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Mach dich bereit. Was? War es das wert? Weiß man. Wir kennen nur Dorin. Und von Do? Der hinere Avischer. Der wächst aber direkt wieder neu. Ein Tricks drauf. Anaxis-Skill. Ja, das will ich verbessern. Ja, das nehme ich. Yum, yum. Was war denn das? Was für ein Move habe ich verloren? Ah, das, okay. Ja, das war eh nicht so gut. Ich finde diese Selbstheilung perfekt, einfach nur. Ha.
Wie ich nicht treffe. Nicht öffnen. Wie öffnet man das? Die Schalter ist kaputt. Kleiner, der Schalter ist kaputt. Was soll ich machen? Hm. Dann gehen wir weiter dahin hinaus. Was ist denn das riesige Ding, du Nebel? Habe ich das diesmal besser bestanden als Schunsch. Würde ich fast behaupten. Ich hatte nix. Das war doch mal geil. Ich hatte so eine Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Sina die Droh. Irgendwo so ein Buchstabe versteckt. Dahin ist einer. Treffer. Ich such. Aber da ist der Never weg. Oder warte mal, vielleicht darf ich dort drehen. Und wenn ich dort drehe, erinnert sich doch wieder irgendwas. Okay. Meine Runde. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Wow. Hey Leute, das wird ja richtig schwer hier.
knifflig. Echt knifflig. Aber nicht zu schwer für mich. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Gut. Das ist einfach ein schönes Spiel, da kann man sagen, was man will. Einfach gut gemacht, das Szenario an sich. Boah, bin ich verschrocken! Leck mich am Arsch! Boah, das ist ja noch einer! Jesus! Noch Zorn! Boah, da geht's ab! Jetzt geht's richtig run! Unsterblich, ja, meine Güte. Kommt mal, du Niva. Ich weiß nicht, wie ich zu Niva komme. Oh!
Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Stimmt da wieder. Aber da müssen wir auch nicht hin. Irgendwas in die Richtung. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Mehr davon. Wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Der war viel leichter. Oh. Dann mach die Klappe auf. Yeah.
Uiuiuiuiuiui, das war mal ein bisschen Loot, würde ich sagen. Da war ja ordentlich was dabei. So, meine Sturmtruppler. In diesem Sinne war es das wieder mit God of War, mein Geburtstagsspezial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch ein bisschen was zu schauen bei mir auf dem Kanal. Es kommt ja noch viele, viele andere Projekte, die gerade laufen. Und da kommt heute auch extrem viele Folge heute raus. Wie gesagt, ist es Spezial von mir für euch. Imperator hat heute Geburtstag. Also knallt der Kanal aus allen Nähten. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. God of War. Ciao, ciao. Thank you.